Grüß euch hier zu einem neuen Video. Was schießt der André liebend gern, wofür andere Vereinsmitglieder mich auslachen, weil ich so gern schieße? Und zwar ist das Kleinkaliber. 22er Kleinkaliber. Ich habe schon in einigen Videos mal gesagt, ich schieße es einfach gern. Mir taugt das total. Ich habe auch viele bei uns im Verein, die es ganz cool finden. Ich hatte mal einen, der ist schon leider nicht mehr bei uns im Verein. Der ist leider ausgewandert nach Thailand. Grüße an Uwe gehen raus. Der wird schon seine Gründe gehabt haben, warum er nach Thailand geht. Und der war auch so einer, 22er Kleinkaliber, und sagte, ist ein Quatsch, ein Blödsinn und Mist und Zeugs. Am Ende hat er 5 gehabt. Er hat das auch total gefeiert und fand das richtig, richtig cool. Und weil das eben so geil ist, möchte ich euch mal meine vorstellen von GSG, die 1911er und 22 Kleinkaliber. Es ist einfach ein unfassbar, ich muss mal schnell den Arm wechseln, weil mein Arm fällt gleich ab. Es ist einfach ein unfassbar geiles, günstiges Training, okay? Da wird noch ein Video folgen, weil das Coole ist, gerade bei den von GSG, die 1911er, die sind eben auch 1:1 gebaut wie eine 1911er 45. Das bedeutet, ihr könnt den Verschluss also quasi nehmen als Wechselsystem. Ja, da werden wir ein eigenes Video dazu machen. Mit der Schmeißer werde ich vorstellen, die Hugo. Und da werden wir eben auch mal den Verschluss dann draufsetzen. Und dann können wir eben auch Kleinkaliber schießen, weil es einfach wirklich ein günstiges Training ist. Ne? Das ist halt einfach das Geile, wenn ihr auch andere 1911er Modelle habt und könnt halt eben einfach mal so ein Kleinkaliber-Wechselsystem draufbauen und könnt dann eben Kleinkaliber schießen. Ne? Vor allem einfach, um den Abzug auch zu trainieren. Wenn ihr auch sagt, ihr seid wollt andere Disziplinen schießen mit 45er, 9mm und habt eben so ein 1911er Modell. Oder müsst ihr nicht mal, selbst wenn ihr ein anderes Modell habt und schießt damit, aber ihr wollt einfach mal wieder trainieren, ne? Dann kauft ihr euch so ein Ding hier von GSG, 1911er, schaut auch geil aus, 1911er Klassiker und ein Kleinkaliber und dann könnt ihr einfach euren Abzugsfinger trainieren und ihr könnt halt wirklich günstig trainieren und das ist halt der Punkt, ne? Das ist einfach, die 22er ist einfach eine günstige Patrone und ästhetisch sieht es einfach aus, die 1911er ist einfach geil und gerade auch hier bei der von GSG bekommt ihr eben auch, wenn ihr sagt, ihr will eine andere Griffschalen hier haben, könnt ihr die immer von jedem 1911er hier dran bauen. Das passt eben auch dran. Jetzt werden wir damit mal schießen. Ich mache mal ein paar Schuss. Ich trainiere mit der recht viel. Wie gesagt, gerade Abzugstraining immer wieder, weil das ist eigentlich immer so der größte Punkt, warum die meisten Leute einfach scheiße schießen. Es ist und bleibt ein Abzugsfehler. Ne? Ich sage immer zu den meisten auch, wenn sie mal sagen, ach, ich treffe nicht, ich stehe nicht gut. Da sage ich zu den Leuten immer, der Stand ist vollkommen irrelevant. Ich stelle mich auch irgendwie so verkorkst hier hin und ich haue auf 10 Meter die trotzdem so zusammen. Ne? Daran liegt es nicht. Es ist immer Abzugsfehler. Zu hart am Abzug. Ne? Und der Stand, das sage ich immer so, am Stand, wenn man längere Serien schießt und man sagt, man steht halt falsch, die Muskulatur wird langsam schlapp, dass man dann vielleicht das Zittern anfängt. Das ist richtig, aber das habt ihr erst, wenn er wirklich lange steht und viel schießt, dann kommt das dann, dass es dann immer schlechter wird. Aber der Stand ist immer in erster Linie vollkommen erstmal irrelevant. Es ist immer ein Abzugsfehler. Und klar, logisch, bei einem großen Kaliber, 9mm und 45 ACP, habt ihr mehr Rückstoß. Das heißt, man muckt einfach viel mehr. Das ist einfach so, ne? Wenn ich Leute habe, die auch wirklich immer gut schießen und ich lege dem jetzt einen Desert Eagle hin, in 50 AE, wird er dazu neigen, wieder zu mucken. Das kommt einfach, je größer die Kaliber werden. Aber das ist trotzdem eine Kopfsache und das kann man mit diesem Kleinkaliber einfach schon auch super trainieren, indem man einfach viel schießt, dass man irgendwann mal merkt, viele konzentrieren sich auch viel zu sehr, nämlich auf das Zielen und wenig auf ihren Finger. Und das ist eigentlich genau der Fehler. Ne? Jetzt hier eine Scheibe, da ist ein schwarzer Punkt in der Mitte, den peile ich ganz grob an. Ich muss da nicht perfekt in der Linie kriegen, weil das bringt mir nichts, wenn ich dann mucke. Ganz grob, einfach ins Schwarze rein und fertig. Und vor allem die Konzentration bleibt beim Abzugsfinger. So, jetzt bin ich genug hier im Kreis rumgerannt. Jetzt haben wir mal ein paar raus. Magazine habe ich schon geladen. Habt hier 10 Schuss Magazine und die könnt ihr schön hier an der Seite, habt ihr hier so auf beiden Seiten so einen Plastikbibu und dann könnt ihr den so runterziehen und dann macht es das Laden hier ein bisschen leichter. Genau, habt 2 Stück.
Munition habe ich hier eine Magtec Schüttpackung. Und auf was ihr halt immer achten müsst, gerade generell bei den Kleinkaliberpistolen, ist die Grifftechnik, muss man halt doch manchmal hier ein bisschen ändern. Gerade mit dem linken Daumen, mit einer sekundären Hand, neigt man gern dazu, den weiter vorn natürlich am Verschluss ein bisschen oben abzulegen. Das könnt ihr euch bei einem Kleinkaliber meistens hier nicht leisten, gerade bei so einer Standard-Viality-Patrone, weil es ist nun mal ein Masseverschluss. Ne? Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise mit dem Daumen hier den Verschluss bremst, habt ihr Ladehemmungen. Okay? 9mm und sonstiges, da kannst du drauf drücken, die verzeiht das alles, kein Problem, aber bei einer 22er eben nicht. Ne? Da müsst ihr schon ein bisschen stärkere 22er Patronen nehmen, die das eher mehr Bums haben, aber so eine Standard 22er, da müsst ihr eben wirklich gucken, dass kein Finger irgendwas hier den Verschluss berührt, weil dann fehlt einfach der Dampf und dann kommt es hier zu Ladehemmung. Ja, schaut es euch nochmal an. Sieht halt wirklich aus, erstmal wie eine 1911er. Könnte jeder denken, erstmal, das ist eine ganz normale 45er. Aber dann sieht man an der Mündung, das ist nur ein ganz kleines Loch. Dann würde ich sagen, lassen wir mal ein paar Schuss raus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig uns das doch bitte mit einem Daumen nach oben und vergesst nicht hier den Kanal zu abonnieren und vor allem die Glocke zu aktivieren und klick auf alle, dann wirst du auch von jedem neuen Video benachrichtigt. Und check auch gerne mal unsere Videobeschreibung unter jedem Video.